So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay, und zwar Remnant 2. Wir befinden uns gerade in der Charaktereinstellung. Schau mal durch, was wir da in Charakter erstellen. Ich habe keine Ahnung, was all das... Nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Na, das nehme ich doch mit. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Na, das nehme ich doch mit. Ich habe keine Ahnung, was all das hier ist. Aber ich will es auch gar nicht herausfinden. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich nehme gewählt mir. Oh ja. Hey, Senor. Amigo. Ich glaube, ich bleibe mit einem normalen Bart. Ja, ist glaube ich am besten. Aber so Standardding. Und das schauen wir uns dann an. Bin gespannt. Den ersten Teil habe ich eigentlich auch gespielt gehabt. Sie sagte, wenn ich mich selbst bemitleiden wollte, wäre ich bei deinem Vater geblieben. Oh, da geht's ziemlich tief runter. Lass mich dir runterhelfen. Ich schaff das alleine. Ganz einfach, ohne Probleme. Erdrutsch, dein Fuß. Was? Du wärst jetzt tot, wenn meine Mama mir nicht beigebracht hätte, wie man eine Wunde verbindet. Na. Gut, dann eben zweimal. Der Erdrutsch und gerade eben. Hey, das infiziert man. Lass mich mal sehen. Lass mich, es ist nichts. Hey, mir geht's gut. Na komm, krempel den Ärmel hoch und gib schon zu, dass wir Freunde sind. Das überlege ich mir noch. Schauen wir mal. Es wird schlimmer. Hör zu, nicht gebrochen, kein Blut. Er wird sich beruhigen. Das macht er doch immer. Los, der Junge sagte, zur Station geht's hier lang. Das ist eigentlich eine ziemlich lange Sequenz, Alter. Okay. Jetzt kann ich in Leo was einstellen. Ah, deswegen schaut das auch so komisch aus, Mann. Vollbildmodus, genau. Helligkeit, Bewegungsumschreiber. Das ist echt nett, Mann. DVLS. Qualität. Im KI zum Rendern zu der Film verwendet. Für diese. Nehmen wir einfach mal. Das ist alles auf Ultra. Sichtfeld. Modifikator. Alles klar, machen wir Gesamtlautstärke da runter, dann können wir das da oben rauf. Musik bin ich nicht so der Fan von. Das knallen wir auf 30 hoch, das passt. Schauen anzeigen. Yep. Sieht doch gleich viel besser aus. Gut. Hast du jemals vom Nordpol gehört? Das alte Märchen? Ja, wie diese Station. Ein alter weißer Typ hat sie gegründet. Nahrung und frisches Wasser. Alle vertragen sich. Ja. Das klingt mir nach einem Märchen. Östlich des Hafens. Die sich unter der Erde verkriechen. Ich hoffe nur, dass wir ein paar Vorräte tauschen können. Ansonsten halten wir hier draußen nicht länger durch. Boah, Alter, ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht dass ich vielleicht andere Haare hätte aussuchen sollen. Aber keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Blend drin ist, aber so glücklich habe ich noch nie jemanden gesehen. Nicht im echten Leben. Ja. Okay. Jetzt geht's wieder los. Nur ganz kurz gehumpelt. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt so mehr auf Story aufgebaut? Also ist das erste Remnant war doch sowas wie Dark Souls.
einen anderen Weg geben. Na endlich. Hallo, Bibi. Ja, da schau. Blutwürze. Ich hab wüsste das gelesen. Hat ein bisschen wenig Sinn ergeben. Oh, das muss ich wahrscheinlich aufmachen. Hey, sieh dir das mal an. Was diesen armen Schwein wohl zugestoßen ist? Ja, gute Frage. Die sollten wir nicht verschwenden. Verwende sie für deinen kaputten Knöchel. Hey, komm schon. Mir gefällt es hier nicht. Oh, okay. Heilungsmittel. Hier drüben. Okay. Oh. Okay. Ja, schmeckt. Okay, dann ausschalten, nicht toggeln. Ja, okay. Oh, das ist übel. Übel mit einer Beilage Brokkoli. Was soll das denn heißen? Ach, nichts. Meine Ma hat das früher gesagt. Ja, Brokkoli, was so gefährlich ist. Geht's los. Oh, das ist ein Schuss? Hey, das zählt übrigens nicht. Oh. Was kann das so eine Einschusswaffe ist? Und alle ab. Alle ab. Alle. Okay. Läuft doch. Boah, ich habe den ersten Teil halt nur sporadisch gespielt, deswegen kenne ich mich halt nicht so hundertprozentig aus, was die Story dahinter ist, ob man da so herum entdecken muss. Aber es sieht mir trotzdem noch ein Loot-Shooter aus. Ich bekomme den Eindruck, dass es nicht so eine gute Idee war, nach dieser Station zu suchen. Ja. Die hat aber echt ein Problem. Ja, ich glaube, da unten geht es dann auf jeden Fall los. Das sieht mir nur so aus so einer Bohrstelle aus. Also nicht für die Marke, sondern dass da jetzt ein paar Viecher dann kommen. Sieht so aus, als wären noch ein paar Holzmonster da. Nee. Die Station kann gar nicht echt sein. Nee. Mit so einem Nest hier unten. Vielleicht sollten wir umkehren. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück. Wir finden einen anderen Ausweg. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da was finden. Oh no. Sie kommen. Oh lol, von hinten. Ah, die helfen. Lol, okay. Gut, das habe ich nicht übersehen. Oi, oi, oi. Do the devil roll. Okay. Oi. Gleich mal am Anfang sterben, okay? Hey, hey, das ist Nummer 3. Gerade eben.
Ich habe meinen Übergangscharakter erstellt zum Sterben. Hey, hör zu. Du hattest recht. Wir sind Freunde. Sind wir mehr als Freunde? Da, Alter, blubbert was, Alter. Magier. Oh. What? Was? Was kann es bei einem Game Zauberei auch ein Begriff? Ihr seid in Sicherheit. Hey, hey, warte mal. Wir sind Freunde. Wir sind hier, um zu helfen. Okay. Ich kann das nicht länger halten, Bo. Oh, doch. Ah, die kommt aber direkt aus Fassbocken raus. Danke. Wer seid ihr? Keine Zeit für Fragen. Hm. Wir müssen hier weg. Der Typ sieht aus wie Yuri Boyka. Oh, okay. Mehr habe ich nicht. Jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Ich schon die ganze Zeit. Wir haben immer noch uns. Richtig. Folgt uns, ihr zwei. Das waren nicht die letzten dieser Art. Gar kein Thema. Danke für die Hilfe. Okay, und hier schaue ich mir jetzt mal an, was es so gibt. Okay. Nicht wirklich viel Loot hier. Wimmelt es nur so von der Saat. Was ich vorhin in der Station gespürt habe. Wartet. Ihr seid von der Station? Mist. Vielleicht gibt's den Weihnachtsmann ja wirklich. Ja, glaube ich nicht. Sie ist nicht weit von hier. Aber der Weg nach unten ist eingestürzt. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Alles klar, erinnert mich so ein bisschen gerade an Last of Us wegen die ganzen Pflanzen und Pilze. Mist. Lass uns zielen. Aber ich dachte gerade, man kann seine eigenen Kollegen hier abschießen. Okay, Hedy. Ja, die NPCs fühlen sich gerade an, als würden sie wirklich Kollegen, ey. Das vorbei. Na, gut. Also die Viecher fühlen sich so an, als wären sie irgendwie gemischt. Irgendwie Horizon und Last of Us. Kommt da denn noch? Heilige Scheiße. Von der ersten Waffe habe ich aber mehr. Also von der Pistole, Sekundärposition. Ist ein bisschen mehr da.
helfe ich dir wieder. Meine Bluebell. Das hört sich an wie ein Decepticon. Die Holzmonster wissen, dass sie verloren haben. Aber sie werden nicht einfach so aufgeben. Oh Junge, okay. Ah, ich muss das mit dem Ausweichen besser machen. Der hat da wirklich absehen. Hat das ein bitterer Mann. Ja, am besten nicht zu nahe kommen. Okay. Ist das eine Automatikpistole? Nee. Was ist denn das los? Wenn ich so weiter herumbox, dann sieht es so aus, als würde sie gleich den ganzen Raum einbrechen. Verpiss dich! Junge. Hey, alles okay? Nicht schlecht geschossen, Fremdling. Na. Ja, ich hatte etwas über. Jahrelange Erfahrung, stell meine Haare an. Aber keine Sorge, die Station ist sicher. Sicherer. Also. Okay. Echt jetzt? Nahrung und Wasser? Und Leute, die mit einem alten weißen Typen abhängen? So ungefähr. Hey, hey, warte. Lass mich dir etwas Wasser holen. Was ist die für ein Problem, Mann? Cass. Oh, das sieht mir nach Sargfäulnis aus. Aber ich habe noch nie einen so üblen Fall gesehen. Sargfäulnis, okay. Wir müssen sie zur Station bringen. Und zwar schnell. Die Ärztin dort ist ihre einzige Chance. Wir sollten weiter. Und zwar bevor es dunkel wird. Verdammt. Das ist Riggler. Nenn mich Rix. Ich hab dich, Schätzchen. Keine Sorge, Fremdling. Wir kümmern uns gut um sie. Willkommen in Station 13. Hey, keine Sorge. Rix hat recht. Ihr wird's gut gehen. Geht es dir gut? Nur Kopfschmerzen. Hey, hey, Clementine. Du siehst nicht gut aus, ich hol dir Wasser. Mir geht's gut. Nein, dir geht es nicht gut. Du brauchst Ruhe. Oh. Er ist der Bürgermeister der Station. Deshalb denkt er, dass er bei allem und jedem das Sagen hat. Hör mal, ich werde mich bei Fort melden und mich dann ausruhen. In Ordnung? Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht. Also, Fremdling. Okay. Deiner Freundin wird es gut gehen. Ich bin Bo Ward. Und das ist Station 13. Du musst weit gereist sein.
Die Saat stirbt zwar langsam aus, aber die Straßen sind immer noch gefährlich. Was habt ihr beiden da draußen gemacht? Wir haben nach euch gesucht. Nun, hier wirst du sicher sein, solange es nötig ist, Fremdling. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Leute Bescheid wissen, was wir hier machen. Irgendwie ist das nett. Hey, frag rum, wenn du etwas brauchst. Oh, fang bei Ford an. Er möchte dich sicher kennenlernen. Alles klar, dann begeben wir uns zu Ford, hätte ich mal gesagt. Aber wo ist Ford? Hast du etwas auf dem Herzen, Fremdling? Ja, wo ist Ford? Fühl dich wie zu Hause. Viel Glück. Ach so. Es ist nur so, dass er während den Videosequenzen spricht und danach. Aber gar nicht. Ich möchte dir schon länger etwas sagen. Du hast dich gerade so wie Brad angehört. Entschuldige, was wolltest du sagen? Oh, ich habe einen Vogel heute Morgen gesehen. Du hast einen Eigenschaftspunkt verfügbar. Oh. Eigenschaften? Oh, okay. Ja. Fort. Ah, da oben ist er. Okay. Das steht nicht zur Diskussion, Clementine. Du bleibst. Gehst du mir vielleicht auch ins Weg? Mann, okay. Der falsche Weg. Ich bin 132 Jahre alt, falls du das vergessen hast. Und ich bin nicht dein Kind. Du hast keine Macht über mich. In diesem Fall schon. Ah. Okay, Gandalf. Darüber reden wir später. Geh mir aus dem Weg. Oh, wen haben wir denn da? Ah, der... Ja. Natürlich. Wallace sagte... Ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber du kennst das sicher. Na, sicher kenn ich's. Familien streiten sich. Andrew Ford. Gut, deine Bekanntschaft zu machen. Höchst persönlich. Ich dachte, du wärst in der Lagerfolge. Oh, ich bin so echt wie Zahnschmerzen. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ja, war klar. Also los. Du zuerst. Wie kannst du noch leben? Du hast mich erwartet, ich will gerne mehr. Das ist eine zu lange Geschichte. Weißt du, wie... Nun, wiederum andere Dinge tun dies. Es ist eine große Welt da draußen. Ah. Das ist nicht meine... Was für ein Geld. Nichts Gefährliches. Nicht unbedingt dich persönlich. Aber ich wusste, dass jemand kommen würde. Das Gesetz des Durchschnitts. Irgendwer kommt immer irgendwann an, richtig? Wie clever von dir. Der junge Wallace hat es mir erzählt. Wallace? Träume über Dinge, die noch nicht geschehen. Bei ihm ist... Okay. Okay, Fremd. Ich brauche eine fähige Person, die einem alten Mann wie mir aushilft. Okay. Sprich mit Wally. Du findest ihn bei den Docks. Rüste dich danach aus und... Alles klar, ja, nun. Gehen wir zu Wally. Ist die mit den Kopfschmerzen? Die ist mir eigentlich gerade egal. So, dann gehen wir mal zu den Docks. Wallace? Ja, aber das sind doch die Docks, Mann. Ah, da oben ist er. Gut, dass mir das angezeigt wird. Das ist okay. Dann bin ich dieses Mal Mr. Ferguson. Ja. Wallace! Ey, altes Haus. Ich sehe dich, Fremdling. Oh, ich sehe dich auch. Ford erwartet dich. Wobei es ihm wahrscheinlich nicht ganz bewusst ist. Du weißt es. Und auch wieder nicht. Entschuldige, ich sollte nichts sagen. Die Dinge werden kompliziert, wenn ich sie verrate. Ich bin Wallace. Ja, werden sie. Schon erwähnt? Wahrscheinlich. Du hast einen Weg zu gehen. Du wählst hier den ersten Schritt. Aber dein Weg kann sich ändern, wenn du es möchtest. Okay.
Oh, okay. Klassen. Nice. Welche Klasse nehmen wir? Doktor. Der Doktor ist auf Überlebensfähigkeit mit verbesserter Heil- und Relikteffektivität spezialisiert. Junge, okay. Regenerator. Reliktaufladung, indem er sich selbst. Gehen wir mal weiter. Der Jäger ist auf Fernschaden. Präzisionsschüsse und das Markieren von Gegnern spezialisiert. Fähigkeiten. Ja, das ist irgendwas. Warte mal. Mal des Jägers. Konzentration. Tarnung des Jägers. Was haben wir jetzt? Draufgänger. Draufgänger ist auf Nahkämpfer und gesteigerte Überlebensfähigkeit spezialisiert. Erzeugt eine starke Erschütterung, die 150 Schaden und so tummeln. Koloss werde nahezu unaufhaltbar, dann drei Stapel Bollwerk. Amoklauf. Stirb langsam. Helfer. Als auch in der Kopter. Tiergefährte Teamwork, Mann. Wie gesagt, gegen ihn ist um 20 verringert. Ja, das ist cool, Mann. Also der Helfer, der hat da so ein Tier dabei. Also würde ich eigentlich jetzt mehr zu dem tendieren, dass man da so mit einem kleinen I Am Legend Hund herumläuft. Wobei mich eigentlich der Koloss auch interessieren würde, ne? Was ist das? Wenn der Helfer zum Boden geht, wird sein Gefährte versuchen, ihn wiederzubeleben. Ich glaube, ich bleibe bei dem da. Wir nehmen den Helfer. Ja, das macht wirklich Sinn. Natürlich, dein Weg erwartet dich. Sie haben, was du benötigst. Wir werden uns wiedersehen, Fremde. Okay. Komm, komm. Hund. Kann ich dem nicht einen Namen geben? Brabus und Elf mir geben. Schade, dass ich ihm keinen Hund geben, also keinen Hund geben kann. Ich gebe den Hund noch einen Hund. So, warte kurz, eine Sache schnell, dass sie das umändern. Dann gehen wir zu Brabus. Vielleicht sollte ich einfach zu Riggs. Er könnte mir sicher mit meiner Waffe helfen. Sein Problem, Alter. Wallace sagte, dass ich zu dir kommen soll. Er meinte, du wärst der nächste Schritt auf meiner Reise. Oh, tut mir leid. Moment, ich dachte, die Situation würde mir helfen. Okay. Mein Name ist Brabus und ich bin hier für die Sicherheit zuständig. Okay. Aber wie ich sehe, hast du die Ich sorge auch dafür, dass die Leute hier wissen, wie man sich schützt. Die Saat ist nicht die einzige Gefahr. Ja, ich glaube, das andere Leute. Haben sich immer noch nicht mit der Idee Wiederaufbau der Gesellschaft angefreundet. Das kenne ich nur zu gut. Verdammt richtig. Ich war mal einer von ihnen. Bis vor 20 Jahren war ich Anführer eines Rudels namens Matsch. Damals galt einer frisst den... die Dinge mögen jetzt anders sein. Aber viele Leute können sich die alten Methoden nicht abgewöhnen. Pass auf dich auf, Fremdling. Die Welt ist noch unsicher. Muss ich nochmal sehen? Siehst aus, als könnte... Der Junge, ich vermute, er sagte nichts genau. Klar, wenn er fragt, dann sag ihm, dass ich dir das hier gegeben habe. Ja, kostenlos. Eine neue Waffe? Riggs wird mir die Ohren voll jammern, wenn ich dich nicht... Geh also zu Riggs, sag ihm... Okay. Dann gehen wir zu der Ava. Aber die brauche ich doch gerade noch, die Fähigkeit. So, dann mal wieder die Hinweise verwerfen. Ava, was geht, Baby? Gott verdammt nochmal. Shit. Na gut, also, was zur Hölle hat es mit dieser Reise auf sich? Na, gute Frage. Da hast du verdammt recht. Gut. Nun, der einzige Grund, warum mich die Leute belästigen, ist, weil ich weiß, wie man mit einem Hammer umgeht. Also, entweder modifiziere ich deine Waffen damit,
Oder wir finden eine... Ich sag dir was. Ich habe gehört, dass du vorhin etwas Seltsames bei deinem kleinen Ausflug aufgehoben hast. Vielleicht... Was habe ich auch bekommen? Damit anfangen. Eisen, oder was? Du kannst bei NPCs in der Welt und in Station 13 neuen Gegenstände wie Waffenmods, Bosswaffen, Rüstungen und vieles mehr herstellen. Wie die Hersteller mit das Unternehmen Altmetall zusätzlich unterschiedliche Materialien. Starte eine Sprengladung, was ist das? Schuss der Erschütterung für... Altmetallschuss. Brandmunition, das ist glaube ich ganz gut. Oh lol, Händler, ja. So, das sollte bei jeder Reise helfen, auf der er dich gesehen hat. Okay. Sag Wally einfach, dass er das nächste Mal konkreter sein soll, ja? Dann sind wir hier wohl fertig, richtig? Oder brauche ich meinen Hammer nochmal? Nee, wir sind fertig. Die besten... Ärgert mich ein... Also, ich mach dir einen Vorschlag. Du findest etwas interessant... Oh, und falls du irgendjemandem erzählst, ich sei nett zu dir... Ah, gut. Hallo! Gut zu sehen, dass du wohl auf bist. Ja, aber alle nennen mich, wo okay. Wir gerade davon reden. Bo hat erwähnt, dass du etwas Hilfe gebrauchen könntest, um wieder auf die Beine zu kommen. Ja, ein bisschen. Zögere nicht zu fragen, wenn du etwas benötigst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Selbst McCabe. Na, die ist echt unhöflich, die Alte. Brabus hat gesagt, dass er zu dir kommen. Warum? Er sagt nur, dass ich dich treffen soll. Er meinte, du würdest ihm die Form volljammern, wenn er es nicht täte. Okay. Ja, das klingt wie Brabus. Ja. Gut, ich habe meine Spezialisierungen. Ich denke, ich weiß, was er meint. Komm zu mir, wenn du deine Ausrüstung verbessern willst. Also macht das nicht die gleiche? Können deine Gegenstände aufnehmen, wenn du ihnen den entsprechenden Material lieferst? Okay, das ist einfach so Aufwertungsdinge. Verrostete Klaue. Ah, dann haben wir einfach die Pistole, weil es ist, glaube ich, etwas, was wir immer so regelmäßig verwenden können. Und für die finden wir einfach mehr Munition. So, und jetzt soll ich mal mit vordrehen. Das war der Typ da oben. Oder? Ja, der war über mir. Was ist mit dem Hund los? Also okay, keiner. Kurz einen Anfall bekommen. Okay. So, jetzt reden wir nochmal kurz mit Ford Focus und dann schauen wir, was er sagt. Nein. Der war doch hier, Mann. Ey, das ist die Dame. Der war doch vorher da oben, Mann. Also der über mir ist auf jeden Fall nett, weil das ist der andere Typ. Fort. Oh ne, das ist ja irgendein anderer. Der Typ sieht aus wie so ein Bauer von Red Dead Redemption, Mann. Fort, wer are you? Sehe ich das auf der Karte? Weiß nicht. Aber es ist nicht wichtig. Oh, da haben wir. Wir müssen Freude da finden, wo wir können. Brabus, Duell, Clementine, Ava, Don Riggs, Uward, Whisper, Hund, okay, da gibt es Noah. Wallace. Ah, da steht der da hinten. Gründer Ford. Okay, das heißt, wir gehen ganz hinten nach links. Dann kommen wir wahrscheinlich eh schon gleich auf die Map raus. Ah, ist ganz gut, also dass man einen Hund dabei hat, ist interessant. Obwohl eigentlich der Koloss auch interessant ausgesehen hat, aber im Hundi ist es besser. Ausgerüstet und bereit. Sollen wir losgehen oder gibt es da noch Dinge, die du erledigen musst? Ich muss nichts mehr erledigen, mein Freund. Wir können los. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Hier entlang. Okay. Tipp, drücke NPC, um irgendwas zu machen.
riecht noch immer nach zu Hause. Na, gut. Alter, was hat denn der für zu Hause, Mann? Hier, nimm schon. Einfach kurbeln, dann funktioniert sie. Kein Problem. Ein bisschen was vom Metro. Das war früher eine Forschungseinrichtung. Erste Klasse. Wir haben hier unten Dinge vollbracht, von denen andere nicht mal träumen würden. Weder damals noch heute. Doch obwohl wir jede Menge gutes Personal hatten, hatten wir keine Ahnung, was die Steine wirklich waren, bevor es zu spät war. Die Steine? Die Weltensteine. Riesige rote Kristalle, die uns andere Welten sehen lassen. Oder sogar Reisen dorthin ermöglichen. Ja, es ist immer, sobald man einen anderen Planeten öffnet, ist das immer ein Problem. Nein, wir mussten alles über sie herausfinden. Es war eine Frage der nationalen Sicherheit und des Stolzes. Also, ja. Wir haben die Tür geöffnet und sind durchgegangen. Aber auf der anderen Seite hat etwas gewartet. Es begann nicht sofort. Die Einwohner der Welten, zu denen... Ja, man kann streicheln. ...konnten uns nicht folgen. Good job, Bundy. Wir dachten, wir wären sicher. Und doch fand die Saat einen Weg. Danach abgeschlossen, wie? Nun, das ist mein Haus. Komm, ich habe Alan ein paar Dinge für den Notfall gegeben. Okay. Muss sie hier irgendwo versteckt haben. Ja, aber wo? Komm schon, Ellie. Wo hast du sie versteckt? Na. Streichhölzschachtel. Wir nennen es Drachenherz. Frag mich nicht warum. Nimm es mit. Vielleicht kannst du es brauchen. Ist denn das Drachenherz das, was uns wiederholt, wenn wir sterben? Also, falls wir sterben. Komm schon, lass uns gehen. Wie ist denn der so schnell runtergekommen, Mann? Der Typ geht mit dem Stecken und ist schneller als ich. Da bist du ja. Beeil dich. Da bist du ja. So, machen wir auf, oder? Im Streichholz mache ich das am besten. Hey, sieh dir die Streichholzschachtel an, die du gefunden hast. Ich habe da eine Vermutung. Ja, dass was drin ist. Ah. Sehen wir zu, dass wir diese Tür aufbekommen. Wir können hier nicht den ganzen Tag herumstehen. Ich wollte aber ein Streichholz reinstecken, Mann. Ist das der... Der Weltenstein. Ja. Oder zumindest ein Teil davon. Jeder Splitter ist so nützlich wie das Gesamte. Hm. Okay. Dem Haskard starb, haben wir ihn stillgelegt. Wie ich Alan damals sagte, das verdammte Ding ist gefährlicher als nützlich. Ha, natürlich nicht. Kein Saft. Ah, egal. Nun, mal sehen, ob es funktioniert hat. Ob. Was genau funktioniert hat. Das. Ja, das letzte Mögliche ist wahrscheinlich uns die Reise, ne? In andere Gewässer. So viele Jahre. So viele Reisen. Ich frage mich. Ich frage mich, ob Andrew Ford, der diesen Kristall als erster berührte, je zurückgekehrt ist. Was? Geh zurück. Bo soll diesen Ort versiegeln. Es soll ihn nicht nur unzugänglich machen, sondern ihn mit Sprengstoff unter einem Grab aus Stein beerdigen. Gefährlicher als nützlich, Fremdling. Vergiss das ja nicht. Okay. Fort. Fort. Fort! Er hat die berührt in der Pommern. Bo wird echt angepisst sein. Dieser Bastard hat's geschafft. Er hat ihn wirklich erweckt. Ja, aber er ist verschwunden, ist das Ding.
Hey! Hat er dir gesagt, wie man ihn verwendet? Will ich das überhaupt? Ein Systemausfall droht. Der Kern wurde kompromittiert. Die Versorgerin ist erforderlich. Okay. Beginn der Übernahme. Ich denke nicht, dass er da viel machen kann. Fuck, yeah. Fuck. Nein, tut's nicht. Ich bin so ein Idiot. Berühr ihn. Ja. Kurz aufgelöst, Mann. Yikes. Was? Checkpoint verwenden. Oh, okay, da brauche ich einen Schlüssel. Aber die werden wahrscheinlich da auch nicht, also da lang gegangen sein. Clementine! Fort! Shit! Wo seid ihr denn? Es sind ja immer mehr Rätsel, Alter. Das ist doch alles wahnsinnig. Der Kristall und Fort. Sollte jetzt los, um Clementine zu finden. Bin ja schon dabei, Mann, aber... Anscheinend fehlt da ein Teil. Ja, man kann jetzt nicht aufmachen, weil die Gesichter fehlen. Das heißt, wenn wir uns jetzt an die Suche machen, die zwei Gesichtshälften da finden. Okay. Oh. Okay, er wartet an den Wunden. Ey, was sind das für Sichel, ey? Oh, Junge. Lol, Alter, was? Der hat mich dazu gebracht. Oh, what the hell, Alter? Verdammter Mist. Okay. Ja, den will in der Luft nicht erwischen. Guter Hund. Okay. Kann man eigentlich seinen Charakter verändern? Also individualisieren mit Klamotten und so weiter, das wäre halt echt geil zu wissen. Oh, Checkpoint. Ist es dann wie bei Jedi Survivor, dass man dann die Feinde wiederherstellt? Oh, okay. Ja, das ist so. Okay. Krass, okay. Na dann, weiter hier. Das sieht nicht gut aus. Der macht einfach mehr Damage, lieber immer. Bevor ich damit den der Pistole auf die Leute schieße. Oh, da, Alter, oh, über mir, Mann. Okay.
es endlich vorbei? Ja. Ja, der Waffenmod bringt mir jetzt nichts. Ist ja alles mit Rätseln, Mann. Da vorne ist was. Oh jo. Digga. Okay, straight out Herr der Ringe, oder was? Oh Junge, Alter, okay, knappe Sache an. Nun, zumindest ist das vorbei. Er kann mich doch healen, oder was? Haben wir jetzt nicht alle? Okay, gut. Ah, da ist das erste Gesicht, Mann. Das sieht wichtig aus. Es ist auch. Ey, da. Mit Metall. Das Festmahl des Waldkönigs. Nichts Relevantes. Ich bin jetzt so der Typ, der sich für die Hintergrundstory da... Also, mich interessiert die Story schon. Aber mehr quasi, was wie die Viecher und so weiter entstanden sind, dass ich mir extrem in das Lore einlese, das ist halt eins am eins. Was ist das eigentlich für ein Symbol, was das zeigt? Bin ich vergiftet worden? Oh ne, aufgeben, Mann. Danke, Hundi. Lol. Hat es übernommen. Irgendwo auf. Jetzt bin ich aber tot, oder? Okay. Aber ich spawn am Checkpoint. Okay, gut. Muss ich da jetzt... Okay, das heißt, wir müssen mehr mit Ausweichen arbeiten. Oh, sag mal, Mann. Alles klar. Sieht, glaube ich, so aus, wie dass wir hier ein größeres Problem kriegen werden. Okay. Ja, jetzt ist es einfach, wo man weiß, wo die Leute sind. Okay, die Maske ist nicht nochmal zu holen, aber die Feinde werden wahrscheinlich nochmal da sein. Da sind sogar andere, Mann. Oh!
ihn getroffen, aber. Sorry. Schieße mein eigenen. Meinen eigenen Hund abgeschossen, Mann. Da kommt jetzt gerade nichts. Also nebenbei. Aber da hinten ist was, glaube ich, gell? Wo bin ich eigentlich nochmal gestorben? Ich bin hier gestorben, ne? Alter, er ist einfach aus der Ding aufgetaucht, Mann. Kommen wir nicht drüber. Es zeigt mir irgendwie hier was an, ne? Ist es das über uns noch was ist? Das könnte tatsächlich der Fall sein. Das wird ja immer besser. Zum Glück ist das vorbei. Wir sind noch ein Buch zum Nachlesen. Okay. Haben wir noch eine Kiste. Geknackt. Schildeffektivität. Ah, okay, das heißt, wir müssen höher. Aber da hinten geht's nicht höher, oder? Da geht's dann nur runter. Was ist das hier? Oh, okay, cool. Das ist für die Herrin zuständig. Jetzt geht's los. Zuerst schießen, dann fangen. Oder einfach nur schießen, nicht fragen. Endlich vorbei. Junge! Der Bruder macht ein Problem. Ja, haut auf. Oh, fuck. Oh, das brennt ihn weg. Wow. Jetzt geht's los. Das war's. Gib mal die Munition aus. Heilige Scheiße. Ja, der war ich echt gerade nicht ohne, ne? Krass, das ist, wir müssen Clementine und so weiter finden, Mann. Was, die werden einfach irgendwo reingezogen und dann rennen sie einfach weiter, ne? Ach du. Oh, da, Kiste. Das war übel. Was bellt denn der an? Ach, ihn da. Okay. Der da war gar keinen Bock. Der war so, nee, Bruder, ich bleib oben. Okay, gehen wir es an.
Es ist halt einfach ein Souls-Game mit Ballerelement. Ja, ist auch wieder was zum Lesen, ne? Und wer bist du? Oh ne, das ist anscheinend freundlich. Was ist seine Aufgabe? Okay, good job. Am liebsten würde ich dir einfach in den Kopf schießen. Expecto Patronum. Danke für nix. Der Jonglierer. Den Werkzeug sobald kann mit hinter Wasser oder Blut gesehen. Das könnte auch in den Stein geritzt werden. Oh, lol. Wo kommen wir da jetzt raus? Ha. Ist aber ein Portal? Oh, lol. Okay, das heißt, ich bin eigentlich ganz falsch, ne? Dann gehen wir mal hier hin. Zum Hof des Palasts. Yep, yep. So. Gut. Aber wie soll ich jetzt? Sehen wir beim nächsten Mal.